Das führt uns zum nächsten Tagesordnungspunkt. Wir sind bei 16. So ein weiterer Planung und Abschluss des Ideenwettbewerbs Gedenkareal Dresdner Norden. Hier starten wir auch in die Fraktionsrunde. Beginnt Fraktion Die Linke, Herr Wirtz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir haben heute schon bei dem Gedenkort am Leipziger Bahnhof über die Vergangenheit Dresdens im deutschen Faschismus, im Nationalsozialismus gesprochen. Und Frau Frohwieser, ich denke, es ist ein Thema, wo wir nicht nur die Nachkommen der Opfer zu Wort kommen lassen können, müssen, sondern wir müssen dazu auch als politisch Verantwortliche in der Gegenwart Stellung nehmen und unsere eigene Position dazu sagen. Das halte ich für ganz wichtig. Im Gedenkkonzept im Dresdner Norden wird mit Gedächtnissplittern eigentlich zum ersten Mal in Dresden versucht, systematisch aufzuarbeiten, ein Stück weit die Zeit des NS in ihrer Komplexität an verschiedenen Standorten, an verschiedenen Gebieten zu erinnern, wie tief verstrickt schon auf einem kleinen Gebiet wie dem Dresdner Norden eigentlich Dresden in den NS war. Und diese Splitter, sie sind Teil eines zertrümmerten Ganzen und sie sind immer noch verletzend und einschneidend für die Stadt. Der Beginn ist der Leipziger Bahnhof mit dem Deportationsort. Auf den Zügen stand, Räder müssen rollen für den Sieg. Wir wissen heute, die Räder rollten nicht für den Sieg, sondern sie rollten für den Tod. Sie rollten in die Konzentrationslager, sie rollten mit Soldaten an die Front, sie kamen aus den besetzten Gebieten mit Zwangsarbeitern zurück, die bei Göhle wiederum die Rüstungsgüter herstellen mussten, die dann im Osten und im Westen und im Norden und im Süden zum Töten benutzt worden sind. Natürlich sind eine Menge Friedhöfe dabei, der Garnisonsfriedhof der sowjetischen Garnison, der Militärfriedhof. Diese Politik des NS hat vor allen Dingen am Ende auch Ruinen und Friedhöfe hinterlassen. Dresdens Geschichte ist immer noch zu sehr fixiert auf den Dresdner Barock und auf den 13. Februar. Aber der 13. Februar hatte eine Vorgeschichte daran, das darf nie vergessen werden und an sie muss erinnert werden. Bei Göhle, wie gesagt, ein Ort der Zwangsarbeiter. Zwangsarbeit hat im Wesentlichen, nachdem die deutschen Männer in die Wehrmacht eingezogen worden sind, eine ganz tiefe Bedeutung gehabt für die Rüstungswirtschaft. Es war im NS-Jargon Vernichtung durch Arbeit. Das kann man in dem Konzept nachlesen. Ich erspare mir jetzt hier Einzelheiten. Das nächste ist, bei Paul Celan heißt es in der Todesfuge, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Man kann und muss leider hinzufügen, zum Teil hatte er seine Lehrzeit in Hellerau. Wir haben hier in diesem Stadtrat in einem längeren Prozess auch mit entsprechenden, auch einstimmigen Beschlüssen die Aufarbeitung der Polizeikaserne in Hellerau vorangetrieben. Als Bauingenieur weiß man, wie tief verstrickt Gebäude sind, wie Gebäude auch noch nach 80 Jahren ihre Geschichte preisgeben. Und manchmal stolpert man eben über einen Dachstuhl, der unter Denkmalschutz gestellt worden ist, als nationales Kulturerbe. Der Paul-Krohr-Dachstuhl dieser Kasse 1938, dem Festspielhaus in Hellerau hinzufügten Kasernengebäude, die eben auch NS verwurzelt sind. Sie sind ein Ergebnis der Sparpolitik, der Materialsparpolitik im ersten Vierjahresplan des NS und wurden beworben mit einer besonderen Bombendurchschlagfähigkeit, die 6 Jahre später in Dresden nicht geholfen hat. Wir wollen gerne dieser Vorlage zustimmen. Dieses Konzept ist stimmig.
Es hat die Chance, auch als Wissensort und als Wissenstank zu wirken, über im Prinzip eine im Internet verwurzelte, über QR-Codes abrufbare Geschichte. Und wir denken, dass wir hier auch in Dresden noch nicht am Ende der Aufarbeitung der Geschichte dieser Stadt angekommen sind, sondern dies ein weiterer Schritt ist und noch viele weitere Schritte folgen müssen. Und somit empfehle ich allen, diesem Konzept zuzustimmen. Vielen Dank. Als nächstes CDU-Fraktion, Herr Schmidt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Kolleginnen und Kollegen, Stadträte, liebe Gäste. Eigentlich hätten wir zu dieser Vorlage mit Ihrem einstimmigen Ausschussvotum keine Debatte führen müssen. Doch der zurückliegende Gedenktag Anfang des Monats gibt mir Anlass, ein paar Worte zu dieser Vorlage und zum Umgang miteinander zu sagen. Im vergangenen Jahr hat die Kulturverwaltung einen Ideenwettbewerb Gedenkareal Dresden-Norden durchgeführt. Es ging dabei um die Sichtbarmachung von Opfer- und Täterorten aus der Zeit des Nationalsozialismus. Neben dem alten Leipziger Bahnhof, wir haben gerade die entsprechende Vorlage zum Erinnerungs- und Begegnungsort behandelt, steht bei dieser Vorlage hier das frühere Judenlager Hellerberg, später als Entbindungslager für Zwangsarbeiterinnen genutzt, im Fokus. Die Erinnerung an das, was sich auf dem heute so unscheinbaren Areal zwischen Radeburger Straße und Hammerweg abgespielt hat, ist wichtig und richtig. Mich ärgert schon lange, dass dieser Ort für viele in Dresden unbekannt ist, weil er nicht sichtbar ist. In zwei Sitzungen hat sich eine Jury im vergangenen Jahr mit den eingereichten Ideen auseinandergesetzt. Für den Stadtrat waren Frau Krause und meine Wenigkeit Mitglieder der Jury. Nach kurzer Betrachtung der in der finalen Sitzung vorliegenden Wettbewerbsbeiträge hatte ich meinen klaren Favoriten und ich bin froh, dass dieser am Ende auch recht klar die gesamte Jury überzeugt hat und die Umsetzung dieser Idee heute Gegenstand der Vorlage ist. Warum ich jedoch noch mal hier vorn stehe. In der Pressemitteilung zum Gedenken am 2. März diesen Jahres teilte die Stadtverwaltung lapidar mit, der Dresdner Künstler Dada Vadim, David Adam, wird eine symbolische Grabung am historischen Ort des Lagers Hellerberg vornehmen. Für die, die sich die eingereichten Wettbewerbsbeiträge in der Ausstellung nicht angesehen haben, einer der Beiträge stammte von eben diesem Künstler und dieser Beitrag beinhaltet insbesondere auch eine Grabung auf dem früheren Lagergelände. Darüber, ob das der richtige Weg für das Erinnern sei, wurde in der Jury intensiv diskutiert. Sie fanden nicht die erforderliche Zustimmung, als Siegerentwurf hervorzugehen. Ich habe mich deshalb beim Lesen der Pressemitteilung wirklich gefragt, warum dieser Künstler dennoch graben darf und sei es auch nur symbolisch. Die Mitteilung der Stadt wirkte, als sei durch die Verwaltung eine Einladung an den Künstler ausgesprochen worden. Deshalb habe ich eine schriftliche Anfrage gestellt. Normalerweise nimmt sich die Verwaltung bei diesen Anfragen ja viel Zeit. Aber hier war die zuständige Bürgermeisterin recht schnell und das gibt mir die Möglichkeit, das hier und heute noch einmal zu thematisieren. Mir wurde mitgeteilt, dass es sich nicht um eine Einladung des Künstlers handelte, sondern um eine Eigeninitiative. Die Geschäftsbereiche Kultur, ich zitiere aus der Antwort, die Geschäftsbereiche Kulturwissenschaft und Tourismus sowie Umwelt- und Klimarecht und Ordnung wurden durch den Künstler über die Aktion vorab informiert und haben diese durch Erwähnung in der städtischen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie hinsichtlich ihrer Genehmigung unterstützt, so die Antwort. Frau Klepsch, ich bin zugegebenermaßen etwas ratlos. Ihr Geschäftsbereich hatte den Ideenwettbewerb initiiert. Ihr Geschäftsbereich hat diese Vorlage, die wir jetzt abstimmen werden, erarbeitet. Wie kann es sein, dass dann der Künstler Dada Vadim graben darf, obwohl genau dieses Konzept durch die Jury im Wettbewerb abgelehnt wurde? Warum dieser Wettbewerb, wenn am Ende dennoch jeder machen kann, was er will? Zumal ja, wie in der Antwort auf meine Anfrage zu lesen war, mit Genehmigung der Landeshauptstadt Dresden auf einem Areal, welches sich im städtischen Eigentum befindet und dieses ja auch nicht ohne Grund eingezäunt und somit nicht öffentlich zugänglich ist. Ganz ehrlich, das ist für mich weder nachvollziehbar noch tolerierbar, widerspricht es doch auch ein Stück weit den demokratischen Gepflogenheiten. Parallel dazu fand am gleichen Tag noch eine temporäre Installation des gleichen Künstlers am alten Leipziger Bahnhof statt. Hierfür wurde vom Künstler außerhalb der Frist eine Projektförderung aus Mitteln der Kulturförderung beantragt. Wie Sie, Frau Klepsch, mir geantwortet haben, haben Sie den Antrag gemäß Punkt 724 der Förderrichtlinie bewilligt. In diesem Punkt steht, über die weitere Verwendung nicht abgeforderter Zuwendungen oder restlicher Haushaltsmittel bis zu einer Höhe von und so weiter. Entscheidet die oder der Beigeordnete für Kultur auf Vorschlag des Amtes für Kultur und Denkmalschutz.
Die Projektförderung wird vom Kulturausschuss halbjährlich beschlossen. Ganz bewusst hat sich der Kulturausschuss in seiner Sitzung im Dezember wieder dafür entschieden, ein entsprechendes Teilbudget für das zweite Halbjahr verfügbar zu halten. Mit Ihrer Entscheidung, dieses Projekt zu fördern, haben Sie, Frau Bürgermeisterin, den Kulturausschuss und damit den Stadtrat in seiner Budgethoheit aus meiner Sicht beschnitten, denn es gab zum Zeitpunkt der Bewilligung ja gar keine restlichen Haushaltsmittel, schließlich haben wir erst März. Die getroffene Entscheidung, unabhängig vom Projektgegenstand, das sage ich ganz ausdrücklich, kritisiere ich deutlich und ich erwarte, dass die Kulturverwaltung sich hier künftig an die Spielregeln hält und nicht für einzelne, offenkundig besonders beliebte Künstler immer wieder eine Sonderwurst gebraten wird. Der Vorlage stimmen wir selbstverständlich zu, in der Hoffnung auf eine zügige Umsetzung. Vielen Dank. Wird SPD das Wort gewünscht? Nein. FDP, Herr Haase. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, nahtlos anknüpfend an die eben zum alten Leipziger Bahnhof geführte Debatte haben wir es auch hier mit einem erinnerungspolitischen Großprojekt zu tun, so könnte man sagen. Und auch hier muss man feststellen, gut gemeint ist eben noch lange nicht gut gemacht. Um es vorwegzunehmen, es ist völlig unstrittig, dass auf dem Areal des ehemaligen Jugendlagers Hellersberge respektive des späteren Entbindungsheims Kiesgrube dringend etwas geschehen muss. Das Thema war ja auch immer wieder Gegenstand der Diskussion hier im Hause und in der Presse. Seit Jahren bemühen sich verschiedene bürgerschaftliche Akteure, wie unter anderem auch der Herr Adam, der gerade angesprochen wurde, das Erinnern an die doppelte Nutzungsgeschichte des Ortes während des NS-Regimes in der Dresdner Stadt Öffentlichkeit zu verankern. Was zugegebenermaßen sehr schwer fällt, da der Ort im Prinzip nicht zugänglich ist und stadtgeografisch im Abseits liegt. Nun gab es den Versuch, und das ist ja in der Vorlage auch ausführlich beschrieben, das Ganze in ein größeres Projekt einzubinden, nämlich den Ideenwettbewerb Gedenkareal Dresdner Norden. Dieser durchaus sinnvolle Ansatz wurde dann aber leider dadurch konterkariert, dass das Kulturamt ein unpassendes Handwerkszeug für die Umsetzung der Idee wählte. Wenn man eine Jury im Schwerpunkt mit Architekten besetzt und ein Ausschreibungsformat wählt, das eher auf bauliche Aspekte abhebt, statt historische Differenzierung zuzulassen, dann werden und während des Prozesses die Schwerpunktsetzungen der Ausschreibung verändert, dann muss man sich nicht wundern, wenn etwas herauskommt, was inhaltlich nicht richtig stimmig ist und bei dem viele Aspekte der ursprünglichen Idee leider nach hinten runterfallen. Zur Sicherheit setzt man dann noch auf klangvolle Namen, die unzweifelhaft ein ästhetisch ansprechendes, aber eben in der Umsetzung auch sehr teures Konzept vorlegen, bei dem niemand weiß, ob es jemals finanzierbar ist. Es gibt ja übrigens auch keinen Finanzierungsvorschlag der Verwaltung, der steht nicht drin in der Vorlage. Während des laufenden Wettbewerbs kam vom Freistaat die Information, dass für den Erinnerungsort Hellerberge eine einmalige Förderung von 50.000 Euro aus PMO-Mitteln möglich wäre. Diese soll nun genutzt werden, um den ersten Schritt zur Umsetzung des Konzeptes von Wandel, Lorch, Götze und Wach voranzutreiben. Es scheint mir allerdings fraglich, ob die 50.000 Euro tatsächlich ausreichen werden, um das ehemalige Lagergelände am Hellerberge zu erschließen, zu markieren und vor allem auch zu kontextualisieren. Da habe ich erhebliche Zweifel. Zudem liegt in einem solchen Schritt die Gefahr, Dinge zu präjustizieren. Durch eine derartige politische Vorfestlegung entsteht natürlich Handlungsdruck auf den Stadtrat, der dazu angehalten wäre, dann den Weg für eine weitere Finanzierung anderer Teilschritte freizumachen. Dies geschieht wohl nach dem Motto, wenn die Portionen nicht zu groß sind, werden sie schneller geschluckt. Eine nachvollziehbare Taktik der Verwaltung, aber das muss man ja als Rat sich nicht unbedingt gefallen lassen. Ich hätte mir gewünscht, dass auf den Ideenwettbewerb nun erst einmal ein Realisierungswettbewerb aufgesetzt wird, denn vieles ist noch unscharf geblieben. Und da kann ich den Optimismus meiner beiden Vorredner nicht teilen. Schaut man sich den Siegerentwurf des Ideenwettbewerbs an, sieht man eine enorme Fokussierung auf den Leipziger Bahnhof, wo nun ja auch schon wir mit verschiedenen anderen Dingen beschäftigt sind. Und dann kommt da noch ein kleines bisschen Hellerberge vor. Die anderen, auch sehr komplexen Erinnerungsorte im Dresdner Norden, wie zum Beispiel der Heidefriedhof, werden nur sehr oberflächlich und dilatorisch behandelt. Sie hätten aber durchaus mehr Aufmerksamkeit verdient, was anfangs ja auch die erklärte Zielstellung der Kulturverwaltung gewesen ist. Die Frage ist, was nun? Vielleicht wäre es besser, statt dieser Vorlage, die weder Fisch noch Fleisch ist, das Thema Gedenkareal Dresdner Norden noch einmal grundsätzlich aufzusetzen.
inklusive eines langfristigen Umsetzungs- und Finanzierungsplanes. Statt Salamitaktik sollte die Verwaltung wissen, oder sollte die Politik, wir als Stadträte wissen, was wir für welchen Preis bestellen. Nachvollziehbarkeit und Transparenz sorgen für Vertrauen und helfen dabei, auch hier politische Mehrheiten zu bilden. Wenn das Thema Hellerberger geschichtspolitisch drängt, und das scheint ja der Fall zu sein, und bis 2025 umgesetzt werden soll, muss man den Vorgang eben jetzt abtrennen und beschleunigen. Das findet unsere Unterstützung. Ansonsten lehnen wir die Vorlage in der jetzigen Form ab. Vielen Dank. Wird Freie Wähler, Freier Bürger das Wort gewünscht? Nein. Dissidenten? Nein. AfD? Nein. Grüne? Frau Krause. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich stand jetzt nicht auf der Redeliste, aber zwei der jetzt gehörten Redebeiträge haben doch noch dazu geführt, dass ich mich melden möchte. Einerseits bitte ich darum, dass die Kulturbürgermeisterin noch mal Stellung nimmt zu den Vorwürfen, die hier erhoben worden sind, oder vielleicht noch mal aus ihrer Sicht darstellt, wie sie das sieht. Ich muss sagen, ich wundere mich drüber, auch gerade was ich von der FDP jetzt gehört habe. Natürlich kostet die Umsetzung eines Projektes Geld, das ist, glaube ich, allen Beteiligten klar. Wir haben hier im Stadtrat beschlossen, dass der Wettbewerb stattfinden soll. Der Wettbewerb ist durchgeführt worden, es hat einen Siegerentwurf gegeben. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, Herr Hase, dass irgendwie die von Ihnen unterstützte Initiative dort nicht zum Zuge gekommen ist. Aber ich finde, ich kann mich inhaltlich voll und ganz dem Redebeitrag vom Kollegen Wirz anschließen, der hier wirklich schön dargestellt hat, was uns als Jury auch an dem Beitrag, der gewonnen hat, überzeugt hat, nämlich diese Splitter, die über die Stadt verteilt sein sollen. Und es ist ein Konzept, was sich auch ausweiten lässt, also nicht an den Stellen stehen bleiben muss, die jetzt vorgeschlagen sind, sondern kann man auch weitertragen. Und natürlich stehen dann auch Mehrkosten im Raum. Aber ich glaube, dass es ein starkes Zeichen ist und ich glaube auch, dass es Zeit ist, dass wir uns in Dresden mit diesem Thema auseinandersetzen. Und deswegen habe ich mich jetzt nochmal zu Wort gemeldet, weil wir natürlich das Konzept unterstützen und ich empfehle das auch allen Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank. So, damit ist die Fraktionsrunde beendet. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann nochmal für die Verwaltung, Frau Gleppich. Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Zunächst bin ich ja erstmal sehr froh, dass das Thema Erinnerungskultur und Aufarbeitung in NS-Diktatur hier so auf breite Resonanz in diesem Stadtrat stößt. Zu den einzelnen Fragen, die insbesondere Herr Schmidt formuliert hat, nehme ich gerne nochmal Stellung. Also zum einen ist das Projekt von David Adam zum 2. März abends am alten Leipziger Bahnhof gefördert worden aus geflossenen Mitteln der Projektförderung des Kulturamtes. Warum? Weil nicht zuletzt der Förderkreis Gedenkort in Alter Leipziger Bahnhof auch darum gebeten hatte, dass die Gedenkveranstaltung, die von Herz statt Hetze angemeldet war, auch noch inhaltlich mit einem Begleitprogramm flankiert werden sollte. Und es wurde insofern ein künstlerisches Projekt nochmal erlebbar gemacht, das David Adam bereits in früherer Zeit erarbeitet hatte. Genau das ist aber auch der Punkt, dass er als Künstler immer wieder in diesem Zusammenhang auftritt und eben auch am Hellerberg, weil er in den vergangenen Jahren sehr engagiert Zeitzeugengespräche geführt hat, sich sehr tief in die historische Materie dort eingearbeitet hat. Warum haben nun am 2. März vormittags auch noch mal eine Kunstaktion von Herrn Adam mit dem Spaten am ehemaligen Zwangsarbeiterlager Hellerberg, also Radeburger Straße, stattgefunden? Weil er eben auch sich als Künstler immer wieder positioniert und der Wettbewerbsbeitrag, den er eingereicht hatte, ist ja von der Jury eben nicht ausgewählt worden, weil es nicht zuletzt andere Beiträge gab, die mehr überzeugt haben, weil sie eben nicht auf den einen Standort fokussiert waren, sondern der Wettbewerb hatte ja gefordert, sich auf mehrere Standorte an Täter- und Opferorten zu beziehen. Und zum Zweiten, weil es eben auch rechtlich auf dieser Fläche am der Radeburger Straße gar nicht genehmigungsfähig wäre, in der vorgeschlagenen Tiefe zu graben. Nichtsdestotrotz
wird eben davon ausgegangen, dass es durchaus noch Funde im Boden der zugewachsenen Fläche gibt. Und insofern handelt es sich am 2. März vormittags um eine symbolische Aktion. Zu den Fragen von Herrn Haase. Wir haben diesen Wettbewerb erstmal angestrebt als Kulturverwaltung, weil wir eben regulär gar keine Haushaltsmittel für dieses ganze Thema in der notwendigen Größenordnung im Haushalt hatten. Aber wir haben jetzt ein Ergebnis, das ja bisher in den bisherigen Beratungen auch auf breite Zustimmung gestoßen ist. Und insofern ist das eben auch eine Grundlage, mit dem Siegerentwurf beispielsweise am alten Leipziger Bahnhof weiter zu planen, wenn das denn auch eingeordnet werden kann in die weiteren städtebaulichen Planungen. Und wir haben mit den sogenannten Splittern des Siegerentwurfs die Chance, dezentral an verschiedenen Täter- und Opferorten bereits Kontextualisierung und Sichtbarmachung vorzunehmen, wie beispielsweise an den ehemaligen Göhlewerken, an der Rieser Straße, an der Flugzeugwerft, am Festspielhaus Hellerau etc. Und ich kann mir vorstellen, dass wir dort zeitnah mit den zuständigen Stadtbezirksämtern ins Gespräch gehen werden, um eben darüber auch zeitnah eine Finanzierung und damit auch bauliche Realisierung zu erreichen. Und letzter Punkt, der Heidefriedhof. Zugegebenermaßen hätte auch ich mir gewünscht, dass der Heidefriedhof Teil der eingereichten Entwürfe ist. Offenbar ist aber diese Anlage nochmal besonders komplex und auch solitär, sodass sie eben nicht in den Siegerentwürfen abgebildet wurde oder überhaupt in den eingereichten Entwürfen des Wettbewerbs Dresdner Norden. Und insofern werden die zuständige Beigeordnete für Umwelt und mein Bereich demnächst in Gespräche gehen, wie wir die Umgestaltung der Gedenkanlage Heidefriedhof auch unter den heutigen Erkenntnissen und der heutigen zeithistorischen Einordnung zeitnah und angemessen in Angriff nehmen können. Und die Konzepte, die in den vergangenen Jahren von einer ganzen Reihe von Initiativen wie Denkmalfort und Memorare Partsem unter anderem auch in einer Werkstatt 2017 erarbeitet wurden, die sollen natürlich dort auch mit einfließen können. Vielen Dank. So, damit kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer diesem zustimmen möchte, ist jetzt in der Reihe. Ja, 5 Nein, 14 Enthaltungen, damit so beschlossen.